heutiger Tag markiert einen Meilenstein auf unserem Weg zu einer Welt ohne Atomwaffen. Sind diese Waffen nun völkerrechtlich verboten? Die Mehrheit der Staaten und der Weltbevölkerung unterstützt diesen Prozess. Nur einige wenige Länder boykottieren diesen Weg, darunter auch Deutschland. Sehr geehrte Frau Merkel, sehr geehrter Herr Maas, Sie betonen immer wieder das Fernziel Deutschlands, eine atomwaffenfreie Welt zu schaffen. Doch gleichzeitig verweigern Sie jegliche Beteiligung an dem AVV. Dabei stellt dieser angesichts der festgefahrenen Diskussion im Rahmen des Nichtverbreitungsvertrages und auslaufender bilateraler Abrüstungsverträge derzeit das wohl vielversprechendste Argument, eben dieses Fernziel zu erreichen, dar. Ab heute wird es nicht mehr genügen, diese Haltung mit Bündnistreue vorgeschobenen Argumenten bezüglich der Kontrollmechanismen zu begründen. Ab heute sind Sie in der Rechtfertigungspflicht. Sie müssen erklären, warum sich die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik auf ein völkerrechtlich geächtetes Waffensystem beruht. Ab heute haben wir und ihr alle das Völkerrecht auf unserer Seite. Und ich frage Sie, sehr geehrte Bundesregierung, durch welches Recht begründen Sie Ihre Haltung? Die Fakten, die ICAN im letzten Jahrzehnt zusammengetragen hat, sind eindeutig. Durch Atomwaffen entsteht unvorstellbares menschliches Leid. Im Falle eines Angriffes wäre keine effektive Hilfe möglich. Die Folgen würden über Generationen anhalten und ein Atomkrieg hätte verheerende globale Folgen. Diese Fakten können Sie, Frau Merkel und Herr Maas, ab heute nicht mehr unter den Tisch kehren, denn sie stehen in der Präambel des Atomwaffenverbotsvertrages. Eine Errungenschaft von ICAN. Wir als Teil der Zivilgesellschaft haben es geschafft, den Diskurs um Atomwaffen zu vermenschlichen. Statt sich in strategischen Sicherheitsdebatten zu verlieren, stehen jetzt die Folgen für Mensch und Umwelt im Vordergrund. Und in dieser neuen humanitären Debatte können sich alle beteiligen. Die Nicht-Atomwaffenstaaten forderten ein Bündnis mit der Zivilgesellschaft und erarbeiteten sich ein politisches Gewicht. Während bisherige Verhandlungen von den Atomwaffenstaaten dominiert wurden, findet gerade eine Demokratisierung des globalen Abrüstungsdebatten statt. ICAN hat gezeigt, dass jeder Mensch dazu berechtigt ist, sich zu diesem Thema eine Meinung zu bilden und dass diese Gehör findet. Nun, sehr geehrte Bundesregierung, hören Sie auf die Meinung der Bevölkerung. Die Mehrheit der in Deutschland lebenden Menschen lehnt Atomwaffen ab. Deutschland kann und muss dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten. Tun Sie es und tragen Sie ernsthaft dazu bei, Atomwaffen abzuschaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Franka. Der nächste Redner ist Christoph Liesen von Greenpeace. Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, für mich ist es ganz besonders toll, dass ich hier reden darf. Ihr wisst wahrscheinlich alle, Greenpeace ist vor 50 Jahren gegründet worden mit dem Kampf gegen Atomwaffen und gegen Atomtests. Der französische Staat hat 1985 unser Schiff Rainbow Warrior weggebombt und unseren Fotografen Fernando Pereira ermordet, weil wir gegen Atomwaffentests gekämpft haben. Wir sind aus zwei Gründen heute hier, aus einem ganz großartigen und aus einem empörenden Anlass. Endlich sind Atomwaffen verboten und das ist ein Riesenschritt zu mehr Sicherheit. Aber diese Bundesregierung, Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer wollen das nicht. Und das ist empörend. Trotz der von Deutschland ausgehenden zwei Weltkriege, trotz des markanten, unendlichen Leids durch Atomwaffen, trotz Millionen von Toten und Verletzten durch diese Atomwaffentests, trotz der übergroßen Mehrheit von Staaten, der Staatengemeinschaft, die dieses Verbot 2017 auf euren Anlass hin, auf ICAN, vielen Dank dafür, beschlossen hat, in der UN-Vollversammlung, und trotz der übergroßen Mehrheit des belegten Willens der hier lebenden Menschen. Trotz all dem wird diese Bundesregierung an Massenvernichtung Stimmung geben. Diese Bundesregierung lässt immer noch den Angriff mit Atomwaffen von deutschem Boden aus mit deutschen Piloten jedes Jahr üben. Es gibt Milliarden dafür aus, um noch effizienter und mit der Vernichtung der Menschheit zu drohen. Das ist pervers. Diese Regierung geht mit der nuklearen Teilhabe und der Ablehnung der atomaren Abrüstung einen aggressiven Sonderweg ein und isoliert uns alle, weltweit. In dieser von Pandemie und Klimakrise geschwächten Welt sind Aggression und Isolation der absolut falsche Weg. Wir müssen zusammenarbeiten, um in dieser Welt diese Welt lebenswert zu halten. Wir müssen unser aller Zukunft sichern. Unterschreiben Sie, Frau Merkel, Herr Maas, machen Sie unser aller Zukunft sicher. Unterschreiben Sie den Atomverbotsvertrag jetzt.
Deutschland hat bislang nie endgültig auf Atomwaffen verzichtet. Tun Sie es jetzt. Wir alle werden für unsere Zukunft kämpfen. Nie wieder Krieg. Vielen Dank, Christoph. Unser letzter Redner ist der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Renke Brahms. Renke, bitte. Herzlichen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Der heute in Kraft tretende Atomwaffenverbotsvertrag ist ein enorm wichtiger Schritt zur Abrüstung und ein Hoffnungsschimmer, eine große Hoffnung auf dem Weg zu einer atomwaffenfreien Welt. Am Anfang der Entwicklung zu diesem Vertrag stand die Erinnerung an die katastrophalen Folgen des Atomwaffeneinsatzes und die Erkenntnis, dass diese Folgen so weitreichend sind für Menschen, für Klima, für Wirtschaft, für alle Lebensbereiche, dass der Weg an einer Ächtung dieser schrecklichen Waffen nicht vorbeigeht. Die Bedrohung durch diese Waffen ist auch nach Hiroshima und Nagasaki nicht geringer geworden. Im Gegenteil, sie wächst wieder durch die Modernisierung, durch strategische Überlegungen zur Führung eines Krieges mit Atomwaffen und durch unberechenbare Staatenlenker. Deshalb sind Abrüstung und Verbot dieses Waffenarsenals ohne Alternative. Ich stehe hier als Friedensbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Als Kirche sind wir dem Leitbild des gerechten Friedens verpflichtet. Die Kirche hat lange Zeit darum gerungen, wie denn diese Verpflichtung bezüglich der Atomwaffen umzusetzen ist. Unter dem Eindruck der Ost-West-Konflikte in den 50er Jahren standen noch sehr verschiedene Meinungen nebeneinander. Und man hat damals gesagt, noch sei die Abschreckung ein möglicher Weg, den Frieden zu sichern. 2007 hat die evangelische Kirche dann eindeutig gesagt, dass die Drohung mit Atomwaffen heute nicht mehr als ein legitimes Mittel zur Selbstverteidigung gelten darf. Und unter dem Eindruck der jüngsten politischen und strategischen Entwicklungen, aber auch unter der Entwicklung zum Atomwaffenverbotsvertrag und einer starken Zivilgesellschaft, zu der auch viele Christenmenschen weltweit gehören, hat die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 2019 den Atomwaffenverbotsvertrag ausdrücklich befürwortet und die Bundesregierung aufgefordert, konkrete Schritte zu unternehmen, um den Vertrag zu unterschreiben. In dieser Haltung wissen wir uns sehr vereint mit ganz vielen Christenmenschen und Kirchen und Initiativen weltweit. So mit vielen Kirchen aus dem Weltrat der Kirche, dem ökumenischen Weltrat der Kirchen, zum Beispiel aber auch mit Papst Franziskus, der den Vertrag unterstützt und der Vatikan den Vertrag unterschrieben hat. Wir haben als Kirchen aber auch immer noch eine Aufgabe, zum Beispiel gegenüber der konservativen Kirche in den USA oder auch der russisch-orthodoxen Kirche, um sie davon zu überzeugen, dass dies der richtige Weg ist. Ich bin als Christenmensch mit vielen anderen Christen, mit Menschen anderer Religion und anderer Weltanschauung fest davon überzeugt, dass atomare Abschreckung und Drohung mit Atomwaffen keinen Frieden sichern kann, sondern der Weg zum Frieden nur durch die Bildung des Vertrauens ist. Und deshalb sind alle Verhandlungen nötig und sinnvoll, auch im Rahmen des Nichtverbreitungsvertrages, die Neuauflage der INF-Verträge oder jetzt der Verlängerung des New Start. Alle müssen aber ein Ziel haben, nämlich die Ächtung und das Verbot der Atomwaffen. Mit dem Inkrafttreten des Vertrages am heutigen Tag ist der Vertrag geltendes Völkerrecht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Land wie Deutschland, das sich so sehr dem Völkerrecht verpflichtet weiß, langfristig sich außerhalb des jetzt geltenden Völkerrechts stellen wird. Deshalb sollte sich Deutschland sehr bald auf diesen Stuhl setzen, der jetzt noch leer ist. In den weiteren Entwicklungen des Atomwaffenverbotsvertrages teilnehmen, sich beteiligen und die Bündnispartnerinnen und Partner davon überzeugen, dass dieses der richtige Weg ist, diese schreckliche Waffe geächtet und verboten wird. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Renke Brahms. Ich würde sagen, alle noch mal gerne die Schilder nach oben, damit wir noch mal ein paar Fotos machen können. Thank you.
Atomwaffen? Verboten! Atomwaffen? Verboten! Und jetzt sendt mal noch mal eine Laola-Welle, weil wir uns freuen. Seid ihr bereit? Wir fangen links an und enden dann, naja, leider rechts, aber rechts wird ja mittelfristig abgeschafft. Also, los! Und... So, und jetzt nochmal für meine Kamera. Moment, ich hab vergessen zu drücken. So, nochmal bitte schön halten. Bis bald.